Hey Leute, herzlich willkommen zum Clan-Channel, ich bin's wieder Elias und heute zeige ich euch den zweiten Teil, wie ihr den Eischaff ultimativ bringt. Ja, dafür müsst ihr einfach die drei Grabsteine zerstören, wo die sind, zeige ich euch jetzt. Und ja, wie man die zerstört, einfach Eisstab draufschießen, dann mit einer beliebigen Zweitwaffe einfach nochmal draufschießen, dass die zerspringen, die Grabsteine. Den ersten findet ihr bei Chaggernaut, den zweiten jetzt hier Richtung Packer Punch, habt ihr ja gerade gesehen. Den dritten und den letzten findet ihr bei der zweiten Tankstation. Einfach auch wieder hingehen, mit dem Eisstab draufschießen. Und dann mit einer beliebigen Zeitwaffe einfach wieder zerstören. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann geht ihr unter Packer Punch. Und wenn ihr dann dort seid, dann bringt ihr einfach wieder die Ebenen auf blau. Ich zeige jetzt nur eine Ebene, weil das einfach ziemlich einfach ist. Das schafft einfach jeder. Und ja, jetzt habe ich gerade dreimal einfach gesagt, aber egal. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann aktiviert ihr hier die blaue Kugel einfach mit dem Eisstab auch drauf schießen. Und dann füllen sich die Kugeln damit Licht, wie jetzt hier gerade, und dann drehen sie sich wieder. Und wenn ihr das dann auch gemacht habt, dann geht ihr einfach runter ins Crazy Land, meine ich. Dann legt ihr euren Stab in den Altar rein. Und dann einfach den Stab mit Zombie-Seelen füllen. Ich habe das hier mit dem Feuerstab gemacht, da es mit dem Eisstab leider nicht möglich war. Und ja, dann macht ihr einfach ungefähr 20 Kills oder so in Nähe von dem Stab. Und dann redet Samantha irgendwas von wegen, ihr habt jetzt irgendwie die Macht des Eisstabs. Und wenn ihr das dann, wenn sie das dann sagt, dann könnt ihr euch einfach den Eisstab wieder nehmen und dann ist er auf Ultimativ. Und ja, das war's eigentlich wieder mit dem Tutorial. Ist eigentlich ziemlich einfach und ja, ich bin wieder weg, haut rein.